Jo, Rico. Ja, da muss ich, ja, mach ich, ne? Weißt du doch, wie ich bin. Ja, mach ich doch gerne, weißt du doch. Da muss ich was einpacken, du. Da muss ich nochmal Öl nochmal holen, dann. Masse Öl. Gut, in Topform bin ich nicht, aber machen wir schon. Krieg ich irgendwie. Rico, ja, ich, hab nur keine, ich bin ein bisschen haarig, jetzt bin ich natürlich nicht rasiert. Schauen wir mal, ja. Ja, wir gehen Gas, okay, bis gleich, ne? Gut, tschüss. Steve, ich bin mit 22. Ja, auf jeden Fall hat der Rico jetzt angerufen. Ah, so, den soll ich machen. Ja, das war noch 10 Jahre her, auch noch mit Schale. Abteilung. Ich bin das Baby. Er ist das Baby, also hier irgendwo. Okay, dann. Sensitiv oder normal? Babypflegeöl? Wie wär's mit Streichelzart? Hurensohn. Hurensohn, was? Hurensohn, ja, stille. Hule de Sohn. Hule de Sohn. Oh, weia. Was sagst du eigentlich dazu, hier, dass Stevie heute Gastauftritt machen will mit seinem Pelz hier? Patrick. Also ich denke mir, er ist ja vorzeigbar, wie immer. So, liebe YouTube-Freunde, ich bin hier in Ahrensee, am Ahrensee, hier hinter mir. Das ist schöner Sonnenuntergang schon. Wir haben schon was durch hier, einiges. Aber ja, was ihr jetzt seht, erstmal im Video, ist mein spontaner Gastauftritt hier. Ich wurde von meinem Freund Enrico, der das Ding hier veranstaltet, gefragt, ob ich ein bisschen einspringe hier. Und ich lasse mich das natürlich nie nehmen, weil mein guter Freund das ist und so. Und dann mal einspringen, wenn ich jetzt hier gleich einen Showauftritt, kleinen Handing, so 9 Weeks out zum ersten Wettkampf hier zu der Herbstsaison. War es sehr spontan, man konnte mich nicht mehr rasieren, aber... Also und den Harix ist Guest-Posing. Genau, also schaut drüber hinweg, aber wie gesagt, hier geht es auch ein bisschen um Spaß haben und einfach ein bisschen hier Fun- und Entertainment-Faktor zu bringen. Ansonsten wollte ich euch sagen, wir haben bei Smilodogs jetzt ab heute den Summer Sale. Beim Summer Sale könnt ihr mindestens auf allen Klamotten 50% sparen oder auf manche reduzierte schon bis zu 70%. Also das Ganze läuft erst ab 90 Euro Mindestbestellwert. Zu eurer Bestellung könnt ihr einen Mystery-Artikel erhalten. Da könnt ihr gespannt sein, was da so da im Paket da drin ist. Und ihr könnt an einem Gewinnspiel teilnehmen, an 11 Gewinnspielen, wo wir unter anderem ein Bike verlosen, eine Jahressupplementierung von Neosubs, ein iPhone, ein Auto. Nee. Und ihr könnt eine Jahresmitgliedschaft bei eurem Fitnessstudio gewinnen, die dann Smilodogs übernimmt. Und ihr könnt 2 Leute, die über meinen Code Masse bestellen, denen würde ich dann 2-mal eine Entlohnung des... Rückerstattungskursen. Eine Rückerstattung des Preises. So sieht's aus. So, ansonsten bereite ich mich jetzt vor. Ich gehe jetzt mich warm machen. Hier gleich folgt mal das Bankdrücken. Und wie gesagt, zu der ganzen Veranstaltung hier in Ahrensee werden noch weitere Videos folgen. Ich zeige euch so 2, 3 Videos, werden wir noch, die dann unter anderem mit Patrick Olsen, mit Hollywood-Matze, wo wir hier beim Bankdrücken sind, mit Johannes Lukas am Start hier, wo wir ein bisschen hier beim Bankdrücken einfach mal Spaß haben. Und wie gesagt, lasst euch überraschen. Das kommt alles in der nächsten Folge. Und jetzt schaut, wie es hier zum Posing aussieht. Steve ist bereit, Mr. Masse. Auf geht's. Vielleicht schafft er dieses Jahr wieder den Mr. Olympia. 3 Grand Prix hat er noch. Einmal muss er noch Top 3 machen. Dann ist er wieder dabei in Las Vegas. Mr. Masse, Steve Fettin.
gleich mit Steve, haben wir Rückenlatt. Okay. Ja, auf Blitz. Bergen auf Rügen, Nadine Noah mit 80 Kilo. Und dann auch. Digga, wäsch war dein Po. Auf geht's. Das ist jetzt hier Schwanzvergleich. Ja, Schwanzvergleich. Oh, no, wollen wir auch noch Schwanzvergleich machen? Alter, ist das wahr? Aber meine ist gerade klein wegen der Wett. Dann müsstest du mit Johannes. Alter, das ist. Wonderful show. Thank you very much. Yeah, man. No problem. Pleasure. Du hast Pleasure, genau. Er hat richtig Dings hier. We're pleasured, right? So get the feeling, get the vibe. Alle wollen neben dem Pleasure sind mein. Alles Pleasure. Jana Müller aus Köln. How many times per day do you come? I come twice a day. When I come, it's the same like when you go today, every day in the gym. And every explosion. And I come every day. And every explosion is like the first, right? So yes, every echolation is the same, yeah. Right? So, wow. Yeah, wow. Yeah. The rhythmic. Yeah, man. I appreciate your work, man. Yeah, I appreciate you. Yes, yeah. I appreciate your cock. Your cock, yeah. Yeah. Your cock, yeah, too, yeah. I feel it. Ich hätte ihn mal an seinen Stolz erziehen müssen, lieber, weißt du? Hast du nicht ohne Grund? Ja, ich war bereit. Ja, rufst du denn nicht? Rufst du nicht, du bist bereit. Aber wäre sein Glied noch steif geworden, vielleicht, das weiß man auch nicht. Der die war vor, vielleicht ist das bei ihm so. Musst du oben ziehen, damit unten kommt. Wie bei so einer Kuh, weißt du? Mit so Master-4-Kategorie. Beim Land musst du natürlich mehr auspacken, ja. Als ihr seht, wenn du das machst, musst du mehr auspacken, wie sich. Ja. Dann machst du zu steif den, ja, das ist zu steif. Also, du musst da unten machen. Unten. Und dann mehr aus und dann Rücken gerade und dann so. Er sagt ja schon, er ist im Kopf nicht. Er muss halt sehen, dass ich selbst erstmal zufrieden sein. Ja. Wenn du halt, du musst halt selbst sagen, ich bin ein geiler Typ. Ja. Ich bin geil und. Anderen Kerlen gibt es hier nicht. Und dann die Bewegung, das muss fließend sein, dass du immer die Übergänge hast. Ja, aber wenn du eine gute Musik, eine langsame Musik hast, ist es so einfach. Da war ja jetzt auch kleine Musik. Ja. Das ist auch nicht vergessen, das ist ja Rock'n'Roll. Und ich schwitze jetzt auch von dem bisschen. Ja, das ist anstrengend halt, ne? Ja, ja. Ja, das ist halt. Aber das ist halt Bodybuilding. Wollt ihr mal mit, wir müssen vorher einen Satz haben. Das schützt ja nicht so. Jetzt morgen. Jetzt haben wir einen Bock. Nö. Ja, wie gesagt, bleib dran. Ja. Muss selbstbewusster werden und auch ein bisschen nicht so steif, erst so steif. Beweglich gerade ein bisschen. Und immer noch mal so, ich muss jetzt auch zum Knochenbrecher. Er muss ja im Kopf, er muss rausgehen und sagen, hey, weißt du was, jetzt ist keiner da. Wie beim Bumsen so. Ja. Dann machst du ja auch den, hey, Beine hoch zu sauber und. Und jetzt geht's los. Und jetzt gucken wir irgendwie. Zack, zack, zack. Und so, weißt du, musst du halt ein bisschen. Ja, aber 117. Ich hab's auch die ersten zwei Mahlzeiten, drei. Ja, ich auch. Wir sagen Tschüss hier aus Ahrensee. Matze, aber. Ja, ein kleines Posing. Genau. Matze macht am 6.11. oder 6.11. 6. oder 8.11. bei NPC, genau. Ein NPC mit bei der Bayerischen Meisterschaft, glaube ich, weißt du was? Genau. Und dann drückt ihm die Daumen, ansonsten folgt weiterhin dem Matze fleißig auf seinen YouTube und Instagram. Und uns natürlich folgen und dann bis zum nächsten Video. Schönen Sonntagabend noch. Genau.